Diese Sammlung bedeutet für uns oder auch für mich, den grauen Alltag etwas farbiger zu gestalten. Also es ist schon viel Zeit, die ich damit verwende. Das ist wie bei einem Designer, der dann halt neue Kleider entwirft. So ist es bei uns dann halt, wir entwerfen eine neue Puppe. Da ist man dann halt auch wirklich stolz drauf, dass man so ein Kunstwerk gemacht hat. Für uns ist das eine Galerie, praktisch wie eine Art Museum. Man geht da durch, man genießt jede einzelne Situation, immer auf der Jagd nach was Besonderem. Du setzt dich ja nicht hin und gehst bei und klöppelst dann halt einfach da los. Ja. Das gleiche Problem wie bei den anderen, dass sie immer vollstauben. Das tun sie so natürlich nicht. Die Schiele. Und dann drehen bitte. Achso, du kannst gleich einfach einmal. Achso, gut. Ja, genau. Aber ich muss die Haare trotzdem dann halt so einigermaßen. Okay, warte ganz kurz. Nimm eine direkt aus dem Haufen bitte. Ja, genau. Kannst du weitermachen.
Das reicht schon, danke. Na, dann komme ich doch mal. Und, hast du Schuhe gefunden? Ich denke, ich habe die richtigen gefunden. Farblich, mit der Schleife und zum Stil. Super, passen ja völlig genial dazu. Ja, ist doch der Hammer, oder? Diese Puppe ist der Kracher. So. Wunderbar. Aber es ist wirklich genial geworden, oder? Die Maske ist toll. Den Reiz macht es eigentlich aus, wenn man halt beigeht, man sieht eine normale Spielpuppe, die komplett halt zu verändern, das umzugestalten, einen völlig neuen Typen daraus zu machen. Das ist wie bei einem Designer, der dann halt neue Kleider entwirft, so ist es bei uns dann halt, wir entwerfen eine neue Puppe. Ja, und das, da ist man dann halt auch wirklich stolz drauf, dass man wirklich aus solchen banalen Sachen eigentlich so ein Kunstwerk gemacht hat. Weil es sind fast alles Kunstwerke. Wenn man die Puppe komplett verändert hat, wenn man ein komplettes Outfit dafür genäht hat, sehen wir das wie so ein Kunstwerk an.